Herzlich willkommen, liebe Leute, zur weiteren Folge auf dem nordfriesischen Marsch. Wir düngen aktuell die Wiese 21. Wir mähen auf der Wiese 25 aktuell das Gras. Sobald der Traktor hier frei ist, werde ich auch entsprechend näher schwatten. Genauso können wir auch den anderen Traktor nehmen. Aber der andere soll nachher gleich Ballen fressen. Darum wird der die Schwatt vornehmen und der andere die Ballenpressung vornehmen. Der andere ist ein bisschen stärker, nicht viel, aber ein bisschen. Und er ist im Prinzip noch zwei Bahnen, ist auch mit durch. Er heizt übers Feld. Geht voran. Die anderen Fruchtsorten sind noch nicht reif. Also Feld 1 und Feld 13 ist Weizen drin, ist noch nicht reif. Und Feld 2, Gerste, ebenfalls noch nicht. Auf der Wiese Nummer, Feld Nummer 14 ist aktuell, könnte man mähen. Aber da warten wir ein bisschen ab, bis es noch ein bisschen gewachsen ist. Es soll ja mehr bringen, wenn man zum Schluss mäht. Glauben wir es mal, ne? So, zweitens sind wir noch nicht fertig. Sobald wir hier fertig sind, wird der Traktor die Ballen pressen und der andere wird den Schwad vornehmen. Aber der braucht noch ein bisschen. Aber da bin ich Optimist, hat den schon werden. Dünger wird auch reichen. Kredit haben wir aktuell fast 2 Millionen. Hier sehen, das dauert Ewigkeiten. Oder hier sehen. Das dauert garantiert lange. Und Saatgut kriegst du nicht bezahlt. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das vorstelle. Spritzen. Ich habe meine Fälle zu tun zurzeit. Na, kommt's nicht klar, Junge? Na doch. Ich meine, für einen Cosplay, der noch ein Beta ist, das funktioniert ganz gut. Kann man einen großen Kasten nicht meckern. So, schauen wir mal auf der Wiese rauf. So, das machen wir auch noch gleich mit ein Stückchen. Lassen. Ist er vorne, ist er oben,
fahren wir das zum Hof zurück. Hier werden wir gleich. Tja. Grüne Reifen. Sein. Da ist Unkraut, auch nicht meins. Das Feld würde ich gerne kaufen. Könnte man von Feld zu Feld gehen. Träge steigern, mehr Geld verdienen. So, jetzt geht's weiter. Das stellen wir hier wieder hin. Der andere düngt ja noch. Da werden wir anfangen. Können wir nicht warten. Wie gesagt, ich brauche noch einen Traktor. Arbeiten können wir auch einen großen Spanner kaufen. Kurz nachdenken. Das würde kosten. Der große kostet 62.000. Der hat eine Breite von 9 Meter. Der auch. 14. Aber weißt du was? Kaufe mir. So, früher ist er fertig. Dann können wir den gleich verkaufen, wenn einer klappt. Das kommt mir richtig ins. Und ist der fertig? Dann fahren wir gleich mal zum Händler. Dann holen wir den Düngerstreuer da näher ab. Und dann probieren wir den großen. Der fast 15 Meter. Dann kommt ja was vorwärts. So, und auf geht's.
So. Kann mal gewaschen werden. Schon eine Weile her. Das ist die Eieruhr. Kein Grund zur Panik. Nur eine Erinnerung an mich, dass ich den Herd ausmache. So. Gegenverkehr. Also die Strohmacke und auf der Straße. So, angekommen. Ich hab Nickel mit. Außenansicht. So, den Kurs ist mir jetzt ganz wichtig. 14 Meter. Meinen alten Kurs löschen. Rundherum zweimal. Na, da können wir sogar mehr nehmen, das ist mir riskant. Großes Gerät, er braucht riesigen Bogen. Und beginnen auf Feld rein. Generell Kurs. Oh, das ist original. Das ist gut. Ja. Das ist schon. Ja. Das ist, wie es ist, ne? Kleines. Ist halt eine kleine Wiese. Heißt, wir müssen erstmal zur Mitte fahren. Wenn wir gleich speichern. Denn dem muss man hier Gras pressen. Schwatten. Feld 25. Das sieht ganz gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. So, dann werden wir den anderen gleich verkaufen. Kreditrahmen kriegen wir ein. Irgendwo eine Grenze geben. Mal sehen, wie er die Kurve meistert. Dürfte eigentlich keine Schwierigkeit machen. Ach doch nicht. Gut, dann holen wir mal jetzt die Ballenpresse.
Kommt richtig gut vorwärts hier. So, ab zur Wiese. Die Folge wäre fast zu Ende. Jetzt fahren wir da noch hin. Und dann beenden wir die Folge. Geht vorwärts. Schade, dass der Preis für die Silage fällt. Unfall, schwerer Unfall. Ja, zu spät. Wenn der Forst zurückfahren würde, würde es ja gehen. Aber da trickst du mir aus, haut er den ab. So, 1, 2, 3. Ja. Da haben die Schwierigkeiten beim Wenden. Kurz gucken, wie der Kurs gedacht ist. So. Aber die tun sich ein bisschen schwer in engen Kurven. Und das Auto ist weg. Muss mehr schauen. Und da sind wir wieder. So, mal eben vor der Landwirtschaft. Das soll es für heute die Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über ein Like. Ein Abo nehme ich auch ganz gerne. Und schaut mal wieder rein. Am besten gleich zur nächsten Folge. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.